Herzlich willkommen im Vegan Podcast. Hier ist wieder dein Christian, dein Mr. Broccoli. Heute mit dem Mr. Erschaffe die beste Version von dir selbst, Ralf Bohlmann. Ralf, grüß dich im zweiten Teil. Hallo Christian, schön, schön da dass zu du sein. wieder dabei bist. Wir haben im ersten Teil schon über drei Lebensbereiche gesprochen, die essentiell sind, um die beste Version von dir selbst zu erschaffen. Das waren die Bereiche Entspannung und Stressmanagement, das richtige Denken und Schlaf. Und heute erfährst du ganz viel darüber, wie wichtig Bewegung ist, was du, ja, wie du dich bewegen kannst, was es da für Tipps gibt und das Thema Ernährung, wo wir natürlich eben auch auf die vegane Ernährung eingehen. Ja, lieber Ralf, fangen wir an mit dem Thema Bewegung. Was gibt es dazu zu sagen? Bist du ein Fan von gewissen Sportarten? Sagst du, ich muss nur einmal am Tag Gassi gehen mit meinem Hund? Oder was gibt es dazu zu erzählen? Ich sage den Leuten eigentlich immer, oder das ist auch meine persönliche Überzeugung, es braucht drei Elemente von Bewegung und Sport für kerngesund, topfit und voller Energie und Lebensfreude. Zum einen, wir dürfen unseren Körper benutzen, so wie er gedacht war von der Natur. Die Natur hat ja Millionen Jahre lang uns entwickelt. Am Ende kam vor 200.000 Jahren die Rasse Homo sapiens dabei heraus. Und all diese Entwicklungsjahre wurden investiert in den Körper, den wir nur heute haben. Und seit ein paar Jahren, wenigen Jahrzehnten, bewegen wir uns nicht so, wie diese Natur sich das gedacht hat, weil wir heute einfach Stühle besitzen und Autos und Flugzeuge und andere Dinge mehr. Es ist aber trotzdem relativ leicht, den Körper so zu benutzen, wie er gedacht war, und dann funktioniert er am besten, um das mal auf den Punkt zu bringen. Und dafür braucht es nur drei Elemente. Das eine ist, ich muss aufrecht auf zwei Beinen sein. Und zwar sowas wie 10.000 Schritte am Tag. Und es ist tatsächlich dieses aufrecht auf zwei Beinen. Deswegen schnallt man Astronauten auf Gummibänder, mit Gummibändern auf Laufbänder im Weltall, in der Schwerelosigkeit, um dieses aufrecht auf zwei Beinen zu simulieren. Da gibt es Stöße über das Sprunggelenk, Knie, Hüfte, Rückenmark und so weiter. Und da werden Hormone, Wachstumshormone ausgeschüttet durch diesen Impuls. Das ist durch nichts zu ersetzen. Dabei ist die Geschwindigkeit völlig egal. Ob du jetzt gehst, joggst, rennst, spielt da gar nicht die entscheidende Rolle. Die entscheidende Rolle ist, dass du dich 10.000 Schritte am Tag, sowas in der Größenordnung, aufrecht auf zwei Beinen bewegst, und dann ist auf dem Element alles gut. Das zweite Element ist, dass wir die Muskeln benutzen, die wir haben. Und dafür reichen zwei, dreimal die Woche die Muskeln richtig benutzen, das heißt auch bis zur Ermüdungsgrenze mal zu gehen, was die einzelnen Muskeln angeht, weil der Körper hat so diese Idee, was ich nicht brauche, das entsorge ich. Use it or lose it. Und wenn ich meine Muskeln erhalten möchte, dann muss ich sie benutzen, hin und wieder, also zwei, dreimal in der Woche. Und da reichen wenige simple Übungen, um alle Muskelgruppen des Körpers zu adressieren. So einfache Dinge wie Kniebeugen, wie Liegestütze oder eine Plank, ein Unterarmstütz, wie Ausfallschritte, wie Kreuzheben oder rechts und links eine Sprudelkiste mal anheben. So ganz einfache Dinge reichen da völlig aus. Das ist das zweite Element. Also zwei, dreimal die Woche, 15, 20 Minuten, mehr ist es nicht. Das darf man Sport nennen und im Fitnessstudio betreiben. Das kann man auch zu Hause vom Wohnzimmer machen, vom Fernseher von mir aus, auf 2 Quadratmeter im Hotelzimmer. Das ist easy. Man muss es nur tun. Und das dritte Element ist, ich muss hin und wieder mal Vollgas geben. Einmal in der Woche, alle 10 Tage den Puls mal richtig nach oben bringen. Weil mit der Pulsfrequenz ist es so wie mit Kraft, Ausdauer, Schnelligkeit, Agilität. Wenn ich all das nie abrufe, dann wird mein Körper diese Fähigkeiten, hohen Puls zu gehen, irgendwann nicht mehr bereitstellen. Also wenn ich hin und wieder einmal in der Woche alle 10 Tage mal Vollgas gebe, das kann sein im Treppenhaus, das kann sein, also Treppe rauf, sprinten wieder runter, einfach nur einmal da oben den Puls hochbringen und sagen, so, jetzt ist gut. Das kann auch sein auf der Laufbahn, das kann sein im Fitnessstudio, das kann überall sein, nur hin und wieder muss ich es tun, mal richtig bis an die Grenze zu gehen, für eine Minute oder zwei. Das sind die drei Elemente, mehr ist es nicht. Bin ich voll bei dir. Ich sag sogar dreimal am Tag ein bisschen Vollgas geben, den Puls nach oben bringen, um den Stoffwechsel anzuregen. Dafür mache ich keine 10.000 Schritte jeden Tag. Also ich bin dann eher so dieser High-Intensive, ne, der eben dreimal am Tag einfach mal zum Bus rennen, wie du sagst, ne, oder Treppe schnell hochsprinten. Einfach um mindestens dreimal am Tag den Stoffwechsel richtig auf Trab zu bringen. Weil ich merke schon nach ein paar Stunden, wenn ich da jetzt, sag ich mal, nicht mich körperlich bewege oder natürlich auch sehr viel sitze, was ja auch sehr viele Leute haben, der Stoffwechsel ist so schnell wieder unten. Gerade bei mir, also ich mache sehr, sehr viel Sport und dementsprechend senkt sich mein Puls auch relativ schnell.
Und sehe das aber genauso wie du, Muskeln benutzen, aufrecht auf zwei Beinen sein. Schaffst du es dann tatsächlich auch sehr, sehr oft, die 10.000 Schritte zu machen und machst dann on top noch dreimal die Woche wirklich richtig Sport? Ist das so auch dein Programm? Also die 10.000 Schritte schaffe ich sicherlich jeden Tag. Das fängt damit an, dass ich, wenn ich meine Tochter zu Fuß zur Schule gebracht habe, einen Kilometer, dann hänge ich eine Laufrunde ran und bin dann eine kleine Geschichte. 6 Kilometer ist das, glaube ich, insgesamt. Also das ist mein Laufen, bevor ich morgens frühstücke. Und abends gehe ich 5 bis 6 Mal in der Woche ins CrossFit-Studio und mache da CrossFit. Und da adressiere ich ja Kraft, Ausdauer, Schnelligkeit, Agilität, Beweglichkeit und all diese Punkte. Also ich habe an einem normalen Arbeitstag, wenn ich nicht unterwegs bin, habe ich morgens die kleine Laufrunde und abends Fitnessstudio. Das heißt, ich habe es Also du zweimal. machst auf jeden Fall deutlich mehr, als dass du selber empfiehlst, sagen wir das mal so. Ja, natürlich, weil ich habe die beste Version von mir ist mit 60 super sportlich und rennt den Kilometer unter 4 Minuten. Und ich hab einen anderen Anspruch als viele da draußen. Und es gibt Leute, die haben noch viel höhere Ansprüche als ich. Ich bin irgendwo in der Mitte. Und mein Anspruch ist, ich mache jeden Tag Sport, wenn es geht, zweimal, morgens eine kleine Runde, abends Krafttraining. Das ist die Idee von meinem Leben in richtig. Mein perfekter Tag fängt morgens mit einer Laufrunde an und hat abends noch eine Einheit für meine Muskeln, weil ich einfach Bock drauf habe. Ja, sehr stark, super. Muss man, das muss aber nicht jeder so machen. Also für die Grundausstattung für kerngesund, topfit, voller Energie und Lebensfreude, da reicht sehr viel weniger. Also ich möchte den Leuten jetzt nicht Angst einjagen, sondern sie motivieren, dass sie diese Kleinigkeiten tun. Die Schritte zählen und Tausender dazu addieren, hin und wieder die Muskeln benutzen, ab und zu Vollgas geben und dann ist alles gut. Und alles andere on top ist Hobby, ist Spaß, ist Lust, ist Freude, ist was auch immer. Ja, ich denke auch, ganz alte Gesundheitslehrer sagen das schon, bewege dich, mache Sport, bewege deinen Körper, aber mache zum Beispiel keinen Leistungssport. Na, also auch das, viele denken ja, okay, diese Leistungssportler, die leben dann super gesund oder das muss auch nicht unbedingt sein. Ne? Also es gibt auch da einen Tipping Point, was vielleicht dann eben auch zu viel ist, was dann eben auch wieder die Gelenke, die Muskeln, den Körper, auch das Nervensystem zu stark belastet. Also dafür sich selber herauszufinden, was ist gut, ohne dass natürlich eben auch der Schweinehund da mitspielt und sagt, ja, okay, komm, hast heute genug gemacht, ne? Obwohl du erst 15 Minuten quasi laufen ge gewesen bist. Ne? Also von daher, da richtig gut in sich reinzufühlen. Stark. Wie sieht jetzt dein Tag der Ernährung aus? Das würde mich interessieren. Du selber bist ja auf jeden Fall muskulös, du bist schlank, du bist in deiner besten Version. Wie ist für dich die beste Version der Ernährung? Wie ist die beste Version der Ernährung? Die beste Version der Ernährung für mich ist eine Ernährung, die die drei Aufgaben von Ernährung erfüllt. So, und die drei Aufgaben von Ernährung, also Ernährung muss mich versorgen, das ist mal klar. Das ist die Aufgabe von Ernährung. Das muss sie in drei Bereichen tun. Sie muss mir Energie liefern, weil ohne Energie im Tank läuft der Motor nicht. Das ist mal das eine. Das zweite ist, Ernährung muss mich mit Baustoffen für meinen Körper versorgen. Das heißt, ich bestehe ja aus was. Und in meinem Körper werden Zellen 50 Millionen pro Minute recycelt. Also die sterben, werden durch neue ersetzt und dafür braucht der Körper permanent neue Baustoffe. Das heißt, wie beim Recyceln oder beim Renovieren so üblich, ein bisschen was schmeißt man weg, einiges kann man wiederverwenden und das ist im Körper ja auch so. Und also ich brauche Baustoffe. Und welche sind das? Ja, woraus bestehe ich denn im Wesentlichen? Fangen wir mal an, Haut, Haare, Fingernägel. Haben wir da, ne? Haut, da haben wir Muskeln, da haben wir Blut, da haben wir Organe, da haben wir Enzyme, da haben wir Hormone, das alles besteht aus was. Und dafür muss ich Baustoffe herstellen. Und das ist die zweite Aufgabe, die Ernährung bei mir erfüllen muss. Und die dritte Aufgabe ist, es braucht eine Handvoll Katalysatoren oder Hilfsstoffe, damit all die Prozesse, die biologischen Prozesse funktionieren. Ich rede über Vitamine, Mineralien, Spurenelemente. So, die muss meine Ernährung auch herstellen. Also das ist weder Energie. Vitamine, Mineralien, Spurenelemente werden nicht als Energie verfeuert in meinem Ofen und sie sind auch nicht Baustoffe. Die werden nicht eingelagert in irgendeine Zelle und daraus wird nicht eine Hautzelle, eine Haarzelle, eine Blutzelle, eine Abwehrimmunzelle oder was auch immer oder eine Muskelzelle oder eine Gehirnzelle. Das sind einfach nur Katalysatoren. Diese drei Dinge muss eine gute Ernährung für mich gut oder sehr gut erfüllen. Und zwar nicht nur ausreichend, sondern gut oder sehr gut. Das ist immer mein Anspruch. Also und jede Ernährung, die das für mich leistet, ist für mich eine gute Ernährung. Für kerngesund, topfit und voller Energie. Und dabei ist mir die Form und die Art von Ernährung an der Stelle egal. Du würdest Darauf schon sagen, dass reicht es. die meisten Ernährungsformen, sprechen wir jetzt heute von vegan, vegetarisch, paleo, flexitarisch und so weiter, alle dafür geeignet sind, um diese drei Bausteine zu erfüllen.
Ja, alle davon, alle mit all diesen Ernährungsformen ist das möglich, keine Frage. Und über all diese Ernährungsformen hinweg ist das das, was eine gute Ernährung ausmacht. Und ich kann mich wunderbar mit all diesen Ernährungsformen ernähren und diese drei Aufgaben erfüllen. Und ich kann in all diesen drei Ernährungsformen diese Ziele dramatisch verfehlen. Richtig. Verstehst du? Also die Ernährungsform ist nicht entscheidend dafür, ob eine Ernährung gut oder schlecht ist. Ja, In meinem Sinne, ob sie diese Aufgaben richtig erfüllt oder gut erfüllt oder sehr gut erfüllt oder nur ausreichend erfüllt. Das ist nicht abhängig von der Ernährungsform. Aber das ist das, was Wissenschaft uns sagt, was wir heute ganz genau wissen. Wir reden über 47 essentielle Stoffe, die ich durch Ernährung zu mir nehmen muss. Wenn einer davon in meinem Körper fehlt, bin ich tot. Das ist die Definition von essentiell. Das heißt, jeder lebende Mensch auf unserem Planeten hat diese 47 Stoffe alle in seinem Körper. Sonst wäre er nicht da, sonst wäre er nicht am Leben. Die Frage ist, wie gut ist er mit diesen 47 Stoffen versorgt? Ausreichend? Also eine 4? Oder gut oder sehr gut? 1 bis 2. Das ist das, was eine gute Ernährung ausmacht. Und mit jeder der von dir beschriebenen Formen kann man diese Ziele gut oder sehr gut erreichen. Gar keine Frage. Wie sieht denn jetzt, das war ja der Ursprung meiner Frage, deine persönliche Ernährung aus und würdest du das eben auch abhängig machen von dem Körpertyp beispielsweise, ja, oder von präpositionellen genetischen Sachen? Nein, die Ernährungsform würde ich davon nicht abhängig machen. Natürlich esse ich Dinge, von denen ich festgestellt habe, dass sie für mich gut funktionieren. Keine Frage. Ich bin 53 Jahre alt, habe ich schon erzählt. Ich habe viel Verschiedenes ausprobiert. Über mehr als 20 Jahre Leistungssport habe ich verschiedene Dinge probiert. Und ich habe heute ein ganz gutes Gefühl dafür, was mir gut tut, womit ich gut leben kann, und was mir nicht gut tut. Und diese Dinge lasse ich weg. Fertig aus. Ich bin auch so weit gegangen, dass ich meinen Ernährungszustand gemessen habe. Das kann man ja im Blut. Im Blut kann man das vorhanden sein und die ausreichende oder gute oder sehr gute Versorgung mit diesen 47 Stoffen messen und nachweisen. Ich kann messen, wie viel Magnesium ich im Körper habe. Ich kann die 12 Aminosäuren in meinem Körper messen. Ich kann sämtliche Spurenelemente und Vitamine in meinem Körper messen. Und ich weiß, dass ich mit der Ernährungsform, wie ich sie heute für mich praktiziere, gute und sehr gute Werte in all diesen Punkten habe. Und wenn da was fehlt, dann gehe ich da auch gezielt drauf ein und substituiere was oder stelle meine Ernährung um, um das eben herzustellen. Gibt es aktuell, sag ich mal, Substitutionen, die du auf jeden Fall nutzt, weil du weißt, okay, davon haben wir zu wenig, gerade in Deutschland, oder es ist gefährdet? Ja, natürlich. Ich habe drei, vier grundsätzliche Dinge, die ich substituiere. Das eine ist Vitamin C, weil ich glaube, dass wir davon über unsere Nahrungsmittel heute zu wenig aufnehmen. Auch wenn wir Obst und Gemüse in großen Mengen konsumieren, ist das häufig schwierig. Deswegen substituiere ich für mich Vitamin C. Dann habe ich Vitamin D, das Sonnenvitamin, das wir in Deutschland zumindest in den Herbst- und Wintermonaten ein bisschen zu wenig haben. Dann substituiere ich Omega-3, um das Verhältnis der Fettsäuren Omega-3 zu Omega-6 in Richtung Omega-3 zu verbessern. Das mache ich auch. Und was habe ich noch? Magnesium. Magnesium nutze ich auch, habe ich als Leistungssportler gemerkt, dass ich immer wieder Verletzungen hatte, Muskelzerrungen hier, Verspannungen da. Irgendjemand hat mich auf den Trichter gebracht, dass Magnesium da helfen könnte. Seitdem ich das tue, seit fast 10 Jahren, hatte ich nie wieder irgendeine Muskelverletzung. Das hat bei mir durchschlagenden Erfolg gehabt. Und wenn ich mir die Statistiken anschaue von Blutuntersuchungen in Deutschland, dann weiß ich, dass das auch viele andere Menschen außer mir selbst hilft Ja, und glaube ich helfen auch. würde. Mich würden die genauen Produkte interessieren. Vielleicht magst du uns die im Anschluss schicken und dann verlinken wir die in die Shownotes. Können wir machen, ja. Mich würde eine Sache daraus interessieren, Vitamin D. Da frage ich mich immer, ich meine, in Deutschland hat sich ja jetzt nichts groß geändert und vor 20, 30, 40 Jahren gab es auch noch nicht viel mehr Sonne. Heute gibt es eben diese Nahrungsergänzungsmittel, früher gab es sie nicht. Früher sind die Menschen eben auch gesund durchs Leben gekommen. Warum ist es heute anders? Ist da einfach der Wissensstand anders und wir können damit besser umgehen und es dadurch substituieren? Oder sagst du, es hat sich im Außen dramatisch was verändert? Und während du die Antwort gibst, hole ich kurz mein Ladekabel und schließe das hier an. Also red Alles ruhig klar, weiter. ich rede weiter. Ich glaube nicht, dass sich da im Außen so wahnsinnig viel verändert hat. Es ist durchaus möglich, dass wir heute weniger Zeit unter der Sonne verbringen, also an frischer Luft draußen, als noch vor ein paar Jahren. Als Kind habe ich draußen noch Stunden und Stunden auf der Straße gespielt, bin Rollschuh gefahren, bin mit dem Fahrrad zum Freund gefahren. Heute verbringe ich nicht mehr so viel Zeit an frischer Luft wie früher.
Also da mag sich im Außen ein bisschen was getan haben. Unsere Lebensweise hat sich ein kleines bisschen verändert, aber nicht dramatisch. Ich glaube aber, heute wissen wir auch sehr viel mehr über die Bedeutung von Vitamin D, können über Blutanalyse sehr viel besser feststellen, dass vielen davon was fehlt, und durch Substitution können wir vielen Menschen damit helfen. Und es ist ja durchaus nicht so, dass schon 90% der Bevölkerung Vitamin D einnehmen. Das tun vielleicht bisher nur, weiß ich nicht, 3, 4 oder 5%. Denen geht es deutlich besser. Und deswegen kann ich nur jedem empfehlen, für sich mal zu überprüfen, ob ihm das auch hilft. Dazu kann man einfach das Vitamin D nehmen. Prophylaktisch, ich tue das. Oder man kann natürlich, wenn man sagt, ich will erstmal wissen, ob mir was fehlt, dann misst man das einfach. Dann geht man zum Arzt. Besten Vitamin D-Test machen, das kostet, glaube ich, 30 €, sowas in der Art. Und dann weiß man es ganz genau. Und wenn dann Defizit ist, gleicht man es aus. Und dann ist man dann ein Stück weiter. Christian taucht auch wieder auf. Ich habe versucht, deine Abwesenheit ein bisschen zu strecken, Christian. Er hört uns noch nicht. Da ist er wieder. Hallo Christian, ich habe versucht, deine Super. Abwesenheit ein bisschen zu stressen. Strecken, nicht zu stressen, zu strecken mit meiner Antwort. Dankeschön. Es ist nicht zu langatmig geworden. Sehr spannend bestimmt, deine Antwort zu Vitamin D. Ich schaue sie mir später an. Und ja, jetzt, was ist denn für dich? Du bist ja extrem leistungssportlich. Also das heißt, wie ist du hast von 47 Stoffen gesprochen. Da sind sehr, sehr viele Mikronährstoffe dabei, habe ich gesehen, Mineralstoffe vor allem. Und essentielle, nicht essentielle Aminosäuren. Wie ist denn deine Makronährstoffverteilung? Die würde mich mal interessieren, gerade bei jemandem, der sich so viel bewegt wie du und eben auch muskulös und schlank ist. Hat er so dieses Ding 50% Eiweiß, 35% Kohlenhydrate, oder trackst du das überhaupt? Oder wie sieht es bei dir aus? Ich habe es nur vor kurzem getrackt. Ich war über Weihnachten im Urlaub. Nach dem Urlaub am 7. Januar habe ich das für eine Woche getrackt, weil ich wollte eine kurze Ketosewoche einschieben. Und da habe ich das tatsächlich mal getrackt. Und da war ich nur in dieser einen Woche mit 30, 40 Gramm Kohlenhydraten unterwegs, 200 Gramm Eiweiß und um die 100 Gramm Fett, sowas in der Art. Aber übers Jahr tracke ich das nicht. Und ich bin auch nicht übers Jahr permanent so Low Carb unterwegs oder so oder in der Ketose unterwegs. Das ist auch gar nicht der Punkt. Ketose ist für mich auch immer nur ein Impuls, den man dem Körper hin und wieder mal gibt. Ich mache das vielleicht zweimal im Jahr für ein paar Tage und dann ist wieder gut. Ansonsten bin ich aber verhältnismäßig Low Carb unterwegs. Das bedeutet, ich verzichte auf leere Kohlenhydrate, also auf Lebensmittel, die im Wesentlichen Energie enthalten in Form von Kohlenhydraten, aber sonst nicht sehr viel. Und das sind bei mir Brot, Pasta, Pizza, Produkte aus Weizenmehl, Backwaren und solche Geschichten, Nudeln. So, weil diese Lebensmittel bestehen zu 50% aus Zucker, 50, 55, 60% aus Kohlenhydraten, enthalten aber verhältnismäßig wenig Vitalstoffe. Das heißt Vitamine, Mineralien, Spurenelemente und auch Eiweiß. Es gibt so einen schönen Vergleich: anderthalb Tafeln Schokolade und zwei Scheiben Vollkornbrot enthalten genau die gleiche Menge Kohlenhydrate, 42 Gramm. Aber die Schokolade enthält mehr Vitamine, Mineralien, Spurenelemente als das Vollkornbrot. Und da werden viele jetzt sagen, das kann doch nicht sein, das gute Vollkornbrot und so. Das stimmt nicht. Ich kann dir die Liste zeigen. Das ist auf Seite 292 im Buch Artgerechte Ernährung. Das heißt nicht, dass die Schokolade gut ist. Das heißt einfach nur, dass solche Produkte verhältnismäßig wenig Vitalstoffe haben. Und ich esse lieber Produkte mit viel Vitalstoffen. Und das ist Gemüse, Gemüse, Gemüse. Ja, sehe ich genauso. Also Ne? ich glaube, bei allen Ernährungsformen ist Gemüse, sag mal, das Einzige, was unantastbar ist. Absolut. Und ich sehe es genauso wie du mit dem Vollkornprodukte, die werden so stark gehypt. Ich habe ja einen sehr, sehr spannenden Artikel über Haferflocken, der ja jeden Tag fast 1.000 Mal aufgerufen wird. Dass da eben auch, da schreibe ich, wie Haferflocken deine gute Ernährung gefährden, ne? Weil es eben ein sehr hochkalorisches Lebensmittel ist mit einer sehr geringen Nährstoffdichte. Und das darf uns mal bewusst werden, ja? Genau. Wie Und wenig das, Mineralstoffe da drin sind. genau, Christian, und das ist der springende Punkt. Weil wenn ich das Zeug esse, bin ich zu früh satt und habe zu wenig Vitalstoffe aufgenommen. Da esse ich doch Richtig. lieber die Dinge, die voller Vitalstoffe sind. Nährstoffdichte ist da der entscheidende Punkt. Und gerade so viel Energie enthalten, Brokkoli, Karotte, rote Beete und so weiter, wie ich brauche, um meinen Energiehaushalt zu halten. Und deswegen habe ich super, super easy, mein Gewicht zu managen. Ist für mich über, ich tracke nie, ich tracke nie. Ich esse all die Dinge,
die ich mag und ich esse super lecker und ich esse super vitalstoffreich und mein Arzt, der mein Blut kontrolliert, bestätigt mir das, dass es passt, weil ich eben auf leere Kohlenhydrate oder leere Lebensmittel, vitalstoffarme Lebensmittel verzichte und auf vitalstoffreiche Lebensmittel setze und das ist Gemüse, 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 Ja. genau wie du sagst. Also, das heißt, du holst dir ja über nicht nur deine Nahrungsergänzungsmittel ein paar Vitamine rein, hauptsächlich über das Gemüse dann eben die Mineralstoffe, die Vitamine, Enzyme eben auch. Streitpunkt, also da brauchen wir uns gar nicht drüber reden. Streitpunkt hier könnte sein dein hoher Eiweißkonsum. Dadurch, dass du da natürlich eben auch tierische Produkte nimmst, könnte der Säure-Basen-Haushalt da höher sein, wobei du auch sehr viel Gemüse isst, um das wieder auszugleichen. Was ist das Thema mit dem hohen Eiweißkonsum? Also, ich meine, es gibt ja auch schon wissenschaftliche Studien, die besagen, dass wir definitiv nicht so viel Eiweiß benötigen. Also, die Quellen, die ich gelesen habe und die Erfahrung insbesondere, die ich persönlich gemacht habe, sagen mir, dass ich mit rund 2 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag optimal versorgt bin. Zum einen kann ich das messen. Ich messe die Aminosäuren, das sogenannte Aminogramm beim Arzt und stelle fest, dass ich dabei alle essentiellen Aminosäuren, und nur um die geht es mir, weil alles andere macht sich der Körper selber, dass ich damit gut versorgt bin. Und dafür brauche ich rund 150 Gramm Eiweiß pro Tag. Das ist das, was ich esse. Und seitdem ich das tue und diese Zahl messe, das ist die einzige Zahl, auf die ich einigermaßen achte, merke ich, dass ich Muskeln aufbauen kann, merke ich, dass mein Immunsystem kugelsicher ist, und dass ich mich super fühle, voller Energie und Lebensfreude bin, weil auch Glückshormone, Antriebshormone, Sexualhormone, die bestehen ja aus was. Das ist einfach mal persönliche Erfahrung. Und da mag es andere Ideen geben und andere Forschungen und so weiter. Ich habe das für mich ausprobiert, ich fahre damit gut und deswegen werde ich das auf absehbare Zeit weiter so praktizieren. Bis ich was Besseres lerne und mir jemand einen Trick verrät, wie es anders geht. Kein Problem. Wie deckst du da deinen Eiweißgehalt? Ich hatte eine schöne Episode von dir gehört, in dem du zum Beispiel über intelligentes Fasten gesprochen hast und da auch den einen oder anderen Proteinshake erwähnst. Also nutzt du eben auch dann Ergänzungsmittel oder deckst du das rein über Nahrungsmittel? Nee, Proteinshakes verwende ich schon auch, keine Frage. Also es kann sein, dass ich mir eine Gemüsepfanne mache und dann hinterher noch einen Eiweißshake zu mir nehme, um einfach auf diese 150 Gramm pro Tag zu kommen. Das ist eine Menge. Ich starte aber auch zum Beispiel mein Frühstück mit 3 Eiern oder 4. So, und dann habe ich eben Gemüse, Gemüse, Gemüse. Und auch mittags oder abends ist vielleicht ein Fleisch oder ein Fischgericht dabei. So, also so versuche ich da hinzukommen. Und ganz ohne die Eiweißshakes funktioniert es bei mir nicht. Damit habe ich aber kein Problem. Ich meine, ein Eiweißshake ist ein weißes Pulver, das hergestellt wurde aus einer natürlichen Grundsubstanz. Und ein Brot ist nichts anderes. Da gab es ein weißes Pulver, das nennt man dann Mehl, hergestellt aus einem Korn. Und das backt man im Ofen 180 Grad und dann nennt man es Brot. Und manche Leute halten das für natürliches Lebensmittel, verteufeln aber das Eiweißpulver. Beschreibst du in deinem Buch auch Möglichkeiten, wie du jetzt diesen Eiweißbedarf auf vegane Art und Weise decken kannst? Oder was würdest du da, hast du da Tipps auf Lager, wie das auch so möglich ist? Ganz ehrlich, habe ich keine Tipps aufs Lager. Wenn mich jetzt jemand fragt, und das passiert gelegentlich per E-Mail, nach einer veganen Form von Ernährung, wie ich sie empfehle, dann muss ich sagen, sorry, bin ich kein Spezialist, kenne ich mich nicht aus. Da gibt es gute Bücher, da gibt es Leute, die das gut drauf haben und besser können. Du bist einer davon. Ganz explizit würde ich da auf dich verweisen, weil ich weiß, du kannst zumindest die Quellen nennen oder selbst die entsprechenden Tipps geben. Ich kann das nicht. Ich Lupine habe. ist ein schönes Beispiel, ne? Du Ja. kennst ja auch mein Buch, Vegan Das kochen habe mit ich ja Lupine. vorgestellt bei mir im Podcast. Ja. Das ist auch eine klasse Quelle. Und es gibt viele andere. Es gibt die Hülsenfrüchte. Du weißt das selber. Es gibt Genau, Produkte aus genau. Tofu. Es gibt so viele Möglichkeiten. Also, schaut Und euch die das kann. an. Absolut. Schaut euch das an. Für mich ist die Form der Ernährung, wie ich schon vorher erwähnt habe, im Grunde vollkommen egal. Für mich steht das Ergebnis von Ernährung im Vordergrund. Ich mache beste Version von dir. Und ich habe möglichst, für mich persönlich, ein möglichst breites Spektrum von Lebensmitteln, die ich dafür für möglich halte. Ich gebe aber Ja. niemals vor, was in diesem Spektrum die Leute in welchen Mengen zu essen haben. Da halte ich mich vollkommen raus. In dem Buch wirst du auch immer wieder diese Sätze finden, wenn ich sage, in meinem Spektrum sind auch Eier dabei. Und wenn du vegan oder vegetarisch dich ernährst, findest du geeignete pflanzliche Produkte, um den Eiweißbedarf zu Ja. decken. Aber der Spezialist, welche das denn sind, der bin ich nicht. Ich finde es klasse, dass du das natürlich auch so für dich individuell auch da wieder rausgefunden hast, weil ich meine, eine allgemeine Erklärung für alle gibt es nicht.
Ich sehe auch, dass du sagst ja auch ganz deutlich, dich interessiert die beste Version von dir selbst und von den Menschen, die du zu der besten Version von ihnen selbst verhelfen möchtest. Und für dich ist, sage ich mal, so das globalere Thema, sag mal, was ja auch das ethische Thema angeht, mit Tierschutz, mit Ausbeutung unserer Umwelt, gerade was viele tierische Sachen angeht. Steht für dich an der zweiten Stelle, oder? Also wenn du sagst, wir sind alle die beste Version von uns selbst, dann können wir eben auch vielleicht einfacher darauf achten, dass unsere Umwelt, dass unsere Tiere artgerechter gehalten werden. Oder hältst du das für unrealistisch, wenn jetzt jeder wie du beispielsweise jeden Nee. Tag Fleisch isst oder jeden Tag sich Whey-Protein reinpfeift? Kann das überhaupt mit normaler Tierhaltung noch geregelt werden? Das weiß ich nicht. Mit der Frage beschäftige ich mich nicht, ganz ehrlich. Ja, genau. Es gibt Leute, die in dieses Thema reingehen und die da sehr, sehr, sehr viel kompetenter sind als ich. Ich achte natürlich auch auf die Qualität aller Lebensmittel. Und dabei liegt der Fokus auf aller Lebensmittel. Das heißt, auch bei pflanzlichen Produkten achte ich darauf, dass die Qualität, die Herkunft und die Art der Erzeugung für mich gut ist. Und genau das Gleiche tue ich auch bei tierischen Produkten. Ich kenne Leute, die lehnen tierische Produkte ab, achten aber in keiner Weise auf die Herkunft, auf die Qualität ihrer pflanzlichen Lebensmittel. Und das ist für mich genauso fatal. Das Heißt für greift für dich mich nur alles Bio? ineinander. Also was, Bitte? gerade was Gemüse angeht, heißt das für dich nur Bio? Also in der Regel gehe ich sogar noch einen Schritt weiter. Ich wüsste gerne die Quelle, wo Dinge herkommen. Das kann ich natürlich nicht immer tun, aber wenn ich habe hier auf dem Wochenmarkt in Ludwigsburg, wo wir dreimal in der Woche einkaufen, dienstags, donnerstags und samstags, habe ich genau die Quelle. Ich kenne genau den Lieferanten für mein Obst, für mein Gemüse. Mit dem rede ich. Ich weiß, wie er heißt. Der begrüßt mich, wenn ich vorbeikomme mit meiner Tochter auf dem Weg zur Schule. Und genauso für die tierischen Produkte, wenn ich da Eier kaufe. Ich weiß, wo die Hühner herkommen. Das geht über Bio von mir aus noch weit hinaus teilweise, ne? Aber wo ich es nicht weiß, da ist Bio immer ein guter Hinweis. Absolut, selbstverständlich. Wenn ich die Wahl habe zwischen Bio und nicht Bio, greife ich immer zu Bio. Und wenn ich noch einen Schritt weitergehen kann, dass ich sogar die Quelle kenne, das ist nicht für jeden möglich, absolut korrekt. Aber wenn ich das sogar kann, dann gehe ich auch noch den Schritt. Und dann habe ich entweder die Eier von grasgefütterten Weiderindern sozusagen, oder ich habe pflanzliche Produkte, wo ich weiß, wo es herkommt, wo jetzt nicht ein riesen Transportweg aus Turkmenistan mit dem Flieger daherkommt oder was auch Ja, immer. finde ich auch ganz wichtig. Dafür haben wir unsere Podcast-Serie gemacht, Bio oder nicht. Verlinken wir dir natürlich in den Shownotes. Da erfährst du ganz viel mehr über das Thema Bio. Was ist Bio? EU-Bio. Dann gibt es die Anbauverbände, Demeter etc. Und wenn du natürlich noch auf dem Markt einkaufen gehst und dich mal mit den Bauern unterhältst, dann weißt du eben auch, was die auf ihre Sachen spritzen oder eben nicht. Also von daher da drauf zu achten. Der weitere Step wäre natürlich dann eben auch den Fleischkonsum darauf auszurichten. Das hat den Nachteil, dass Fleisch anders wie Gemüse, sagen wir mal, noch viel teurer wird, wenn es wirklich dann eben auch so gut gehalten wurde. Da brauche ich jetzt aber nicht drauf eingehen. Du hast die Frage ganz klar beantwortet, dass die Frage Tierschutz und Umwelt erstmal sekundär für dich ist, sondern die, ne? Das ist nicht sekundär. Also, das spielt für mich persönlich schon eine große Rolle. Nur ich schließe jetzt nicht kategorisch tierische Produkte grundsätzlich aus, sondern ich achte darauf, dass in beiden Fällen die Dinge, die mir ethisch und moralisch wichtig sind, eingehalten werden. Und wo ich da nicht sicher bin, da lasse ich Dinge weg. Aber ich habe gerne ein möglichst großes Spektrum und ich stelle das jetzt nicht, dieses Thema nicht über meine Gesundheit, Fitness, Vitalität und Lebensfreude. Das ist auf der gleichen Ebene und das ist mir durchaus wichtig. Ich gehe damit sicherlich anders um als der rechts oder der links neben mir, das ist vollkommen klar. Aber dass mir das nicht wichtig ist, das ist so nicht korrekt. Okay, gut, also für die Mama beispielsweise mit drei Kindern und einer großen Familie, die vielleicht nur ein Einkommen haben, wäre es dann so zu regeln, dass sie einfach dann die Dinge weglässt, wo sie sagt, sie weiß nicht, woher es kommt. Nehmen wir an, Fleisch. Sie kann sich entweder das hochwertige Fleisch, Biofleisch nicht leisten, dann lässt sie es weg und greift eben dazu zu anderen Mitteln wie Hülsenfrüchte etc., die eben dann denselben Eiweiß, dieselben Mineralstoffe etc. bieten können. Und das wäre dann letztlich eben die Konsequenz daraus. Und es gibt dann vielleicht einmal die Woche ein gutes Stück Fleisch Zum sozusagen. Beispiel oder auch gar nicht. Also ich habe vollkommenes, absolutes Verständnis für Leute, die das für sich ausschließen möchten.
völlig in Ordnung. Das muss und darf und sollte jeder für sich entscheiden. Und es funktioniert mit einer veganen Ernährung hundertprozentig. Es erfordert vielleicht entsprechendes Know-how. Und dafür genau, Christian, sind Leute wie du da. Du machst Leute schlau. Du erklärst ihnen, wie das geht. Du gibst ihnen Tools und Tipps und Experten an die Hand, mit denen sie das auf die Reihe bekommen, diese Ziele zu erreichen und trotzdem kerngesund, topfit und voller Energie zu sein. Und dafür bin ich dir dankbar, dass du dieses Thema nach vorne bringst und die Leute da schlau machst, weil es braucht ein bisschen Know-how an der Stelle. Definitiv. Schönes Schlusswort, lieber Ralf. Abschließend darf ich wirklich jedem Zuhörer und Zuschauer dieses Buch hier ans Herz legen. Erschienen im Riva Verlag, erschaffe die beste Version von dir. Und das ganze Ding hat ja fast 200 Seiten, also schaut da mal rein. Links findet ihr in den Shownotes, natürlich auch den Podcast vom Ralf. Ralf, hast du irgendein Schlusswort, wo du sagst, hey, guck dir das mal an, mach das und das. Ansonsten, du hast dir alles ganz toll schon erklärt. Es gibt nur einen Satz, den ich mag, den mag ich vielleicht hier nochmal teilen. The world is what you think it is. Also die Welt ist das, was du für sie hältst. Also es beginnt immer zwischen den Ohren und dem Kopf. Und Leute, geht raus und schaut an den Himmel, schaut in die Gesichter von glücklichen Menschen und stellt fest, dass es ein wunderbarer Planet ist, für den es sich lohnt, die Dinge richtig zu machen und auf dem es sich lohnt zu leben. Also in dem Zuge, schau das Video an auf YouTube, wenn du es noch nicht gemacht hast, da siehst du zwei glückliche Menschen und dann geht es dir heute auch schon wieder besser. Ralf, vielen lieben Dank für deine Zeit. Sehr gerne. Ich sage, stay healthy, stay vegan, eat your broccoli, lieber Zuhörer. Wir hören uns das nächste Mal wieder und wenn du wissen möchtest, wie du noch mehr zu diesem Podcast beitragen kannst, dann hör jetzt das Outro an. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Dein Christian.